So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier 22 auf der Angeliter Map im hohen Norden. Da sind wir wieder auf unserer Hoffläche. Ihr seht, es ist früher Morgen, 8 Uhr. Ja, unser Helfer hat es tatsächlich geschafft, rapsisch angebaut. Ja, die Hilde hat uns abends noch ein gutes Essen gemacht. Ja, heute Morgen hat es einen guten Kaffee gegeben, es ist 8 Uhr. Wir sind jetzt nicht wirklich als Frühaufsteher so bekannt. Aber mei, unsere Tierle und so geht's gut. Was haben wir denn heute vor? Lasst uns mal ganz kurz gucken. Einmal Kalk. Müssen wir wieder Steine reinpacken. 2300 Liter Kalk. Hämmer. Das ist doch schon mal was. Wie sieht's beim Rapsöl aus? 12.054 Liter haben wir noch drin. Und wir haben 749. Ja, immerhin, da tut sich was. Was sagen die Erdbeerle? Auch schon ein bisschen was. Wasser Handy noch. Ja, die Tomate bricht dann auch noch. Ja, da könnte man langsam ein bisschen Wasser wieder auffüllen. Das Heu und Silage. Die sieht schon mal ganz gut aus. Das behalten wir natürlich immer alles. So, was macht unser 19-Feld? Ist das jetzt reif? Können wir da loslegen? Pariert haben wir schon alles. Jawohl. Da können wir loslegen. Das heißt, dann können wir Mais ernten. Ist Mais, oder? Jep, da ist Mais drauf. Habe ich vergessen, ob wir das in unsere Produktion einsetzen können. Sonnen, Raps, Oliven, Mais nicht. Dann verkaufen wir den Mais. Wir verkaufen diesen Mais. Können wir den jetzt schon verkaufen oder müssen wir den nochmal einlagern? Aber irgendwann müssen wir das Zeug ja echt verkaufen. Das ist die schlechteste Zeit. Im Januar ist die beste Zeit, dann warten wir noch. Dann lagern wir ein, das ganze Ding. Kommt es ins Lager rein, der Mais? Was, wenn wir eh schon hier sind? Dann lasst uns doch Curse Play hier gleich mal starten. Ne, du nicht. Ah doch, du schon. Was? 19 haben wir gesagt, gell? Okay, den hat er hier nicht. Ja, weil ich nicht eingefahren habe, den kann er hier nicht haben. Ja, komm. Das können wir selber abfahren. Da brauchen wir den nicht. So viel ist das nicht. Gehst du nicht aus, du hat du. Na egal. Lasst uns schön rüberhüpfen. Dann haben wir es einfacher. Jetzt nicht. So. Mir wollte zu dir sagen, 5,3 Meter. Bist du breit? Nie. Müsst gehen, oder? Einmal hier. Wie fahren wir denn? Mach mal diesen hier. 3,4 Meter. Zwei Vorgewinde ist immer gut. 3,4, okay. Feld 19. Oh, ich hab's vergessen. Gerade sage ich es noch. Kurzzeitgedächtnis hat wieder absolut gut geholfen. Perfekt. Komma vier. Was will ich denn? Alles gut. Hab's doch gewusst, dass es noch stimmt. Eieiei. Es wird spät. Es ist spät. Es ist spät. Zu meiner Entschuldigung. Ja, nee, okay. Erster Wegpunkt. Dann lassen wir hindüsen. Ja, Autodrive haben wir noch nicht überall eingefahren. Aber für das kleine Feld brauchen wir das momentan noch nicht. Das fahren wir einfach selber ab. Erster Wegpunkt: dreschen und du kannst loslegen. Gucken, ob er das auch richtig macht.
Ich glaube, das sieht ganz gut aus, oder? Leute. Okay. Ja. Ja. Ihr wisst den Fehler. Ich weiß den Fehler. Ihr wisst ihn auch. Erntet mal ein Feld, das euch nicht gehört. Das wird schwierig, zumindest wenn kein Auftrag besteht. Das wollte ich ja noch kaufen. Ich frage euch jetzt mit Sicherheit, mit welchem Geld? Ja, das frage ich mich gerade auch. Wir hatten ja gesagt, wir kaufen uns das. Und das ist, dass ich plötzlich gar kein Geld mehr habe. Ich weiß es nicht. Was hat denn das nochmal gekostet? 158. Lasst uns mal bei unserem vertrauten Bankberater vorbeischauen. Mal gucken, ob der uns noch ein bisschen was gibt. Wie viel hat es nochmal gekostet? Schon vergessen. Ja, 160 im Schnitt. 160! Das könnte eng werden. Ja, du sagst es. Du sagst es. Aber wir sind jetzt gleich am Rande. Wisst ihr was? Wir machen es vor. Das geht ja noch mehr. Ich dachte, es geht bloß bis 500.000. Aber ich glaube, wir haben schon, durch das, dass wir ein paar Felder haben und ein bisschen Firmen und so, ich glaube, da haben wir schon ein bisschen mehr Wert. Ja, wir sind halt perfekt. Was? Perfekt. Perfekt. Aber mehr brauchen wir ja nicht. Das bleibt doch komplett. Okay, passt. Hammer. Jetzt Feld 19. Kaufen. Darfst noch mal probieren, lieber Helfer. Ich hoffe, jetzt klappt es besser. Ich habe so ein schönes Bild von dir gemacht. Ich würde es noch mal eins machen, weil es war ja jetzt nicht definitiv nicht so, dass es geklappt hätte gerade. Oh, ein wunderschönes Bildchen. Screenshot und lächeln. Plopp. Eine Dame. Nein, wie heißt du? Moin. Was? Brigitte! Ah, guckt. Brigitte fahrt heute. Du machst das ordentlich, gell? Was, dein erstes Mal? Gottes Wille. Ich soll gangen, Ah, das ist klar, okay. Brigitte will nicht, dass mir zuguckt. Mal hoffen, dass das funktioniert, wenn Brigitte heute. Entschuldigung an die Leute, die Brigitte heißen. Aber ich habe niemanden definiert. Oder sonst irgendwas. Wir wollten. Hier sind wir stehen geblieben gestern. Wir wollten, ja genau, solche Pakete machen. Postpakete. Wir sind natürlich keine Postpakete. Wir wollten ein paar Ballen machen. Wir haben uns auf 1,80 geeinigt. Und ich habe mit X das schon mal geöffnet. Und wir wollen jetzt den Pickup senken und anschalten, ne? Und jetzt reicht es, wenn wir einfach losfahren, oder? Wirft er das da jetzt automatisch raus? Er sammelt, das ist schon mal was. Bin mal gespannt. Mach mal deine Funzel aus, das spürt Birnle. Birnle sparen. Immer schönes Licht ausmachen, wenn man es nicht braucht. Das ist die große Laterne hängt am Himmel. Die gibt's umsonst. Jetzt sind wieder Sprüche heute. So. Ja, die Kurve hat jetzt nicht wirklich funktioniert, aber mein Gott. Ich werde mal das F1 schön anlassen, um zu sehen, wenn da irgendwas passiert. Der definitiv ein großer Wendekreis. Kann das sein, dass er da mit der Kurve da ein bisschen ein Problem hat? Egal. Automat. Tempomat? Automat. Tempomat meine ich natürlich. Schon Unkraut drauf, oder? Das knallt. Das wächst hier aber schon wie Unkraut. Das Unkraut. Ja. Schwer ist ja kein Unkraut, ne? So, die kleine Ecke, die lassen wir halt aus. Ist jetzt auch nicht so wild. Schmeißt ihr die jetzt selber raus oder muss man da drucken? Ist es nicht. Wir werden es gleich erfahren, was passiert.
bei 100%. Eigentlich aus hier. Muss man das mal genau angucken. Moment, ich muss mal das von mir aus mal. Muss man das mal ganz genau angucken, wie das. Muss ich die selber entladen? Echt? Okay. Okay, da zieht es davon. Na, nein, ne? Aufpassen, dass er mich nicht nahe zieht. Ah, dann wickelt er das da weiter. Und dann? Und dann? Tut er das da zusammen? Drucker, oder? Der presst das da drin, ne? Klar. Alles gut, okay. Der piept. Hm? Na, gucken wir mal, ob er mich anpiepst. Na, gucken wir mal, ob der mich auch anpiepst. Tempomat wieder neu. Und glaub, wenn er piepst, dann muss man drücken, gell? So war das bei dem einen oder anderen. Aber das ist ja schon ein modernes Teil. Aber wir hatten den ja schon am Hof stehen. Haben wir quasi mitgeliefert bekommen. Den man dann gut erkriegt, der das schon automatisch macht. Sonnensüberischen. Dun dun dun. So. Macht das dann der Helfer? Piepst dann bei dem auch? Ja. Schmeißt es dann automatisch hinten aus? Fragen über Fragen. Ja, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, ne, wenn er dich jedes Mal anpiepst. Der Helfer. Komm mal vorbei. Du möchtest ihn rauslassen. Das wäre auch praktisch, wenn du dich dann immer anpiepst. Cabo, der hätte mal vorbeikommen. Du musst mir die Bader wieder aus der Masche rauslassen. Ich glaube, das wird nicht so gut kommen, oder? Ich kann es gerade immer selber machen. Ja, glaube ich auch. Das Kurve, ich glaube, das muss man einfach früher nehmen, die Kurve. Da klappt das, oder? Ah ja, wow, guck mal. Jetzt habe ich die ganze Kurve mitgenommen. Alles eingezogen. Ja, jetzt schmeißen aus hinten, komm. Macht das auch schon bei der nächsten 100. Ich glaube, der schiebt das hinten aus, oder? So eine, gibt's eine ellenlange Strohwurst. Nee, ja, gibt's naus in der Zähne. Er hat einen hinten verloren. Also macht er. Ja, quasi, der kann gar nicht anders. Der schiebt halt hinten aus und dann ist gut. Ich glaube, wenn er ihn wickeln würde, dann müssten wir es, glaube ich, mit dem Pieps da machen. Aber da er ja nicht wickelt, er presst ja nur das Zeug. Das ist ja preisig ein Presssack. So. Zack ist doch eigentlich so ein Wurst, oder? Bestimmte Wurst ist doch das. Das gibt es, glaube ich, im Presse. Ja, du, kein Problem. Ah, ja, genau. Genau. Dauert immer busy. Kadi, alles gut. Ich wüsste eh nicht, deswegen. Wir sehen es ja jetzt hier live, ne, wie sowas funktioniert. Da ich ja, wie gesagt, das ja auch nicht oft mache. Ach, wir wollten die Zeit ja wieder ein bisschen schneller machen. Die Zeit. Eine Frage der Zeit. Wo war das jetzt noch?
Nochmal Zeit, jedes Mal suche ich es auf ein neues. Ja. 3. Das ist schon ganz gute Vorspulzeit. Ja. Vielleicht können wir bald auch mal ein bisschen schneller gehen noch. Aber wir haben ja eigentlich schon noch genug zu tun. Ja, gar nicht gedüngt. Das Feld. Also das haben wir ja alles noch so übernommen vom Vorbauer. Da haben wir selber noch nichts gemacht. Außer geerntet. Das haben wir halt abgeerntet. Das Rapsfeld ist quasi das erste Feld, das wir selber jetzt angesät haben. Aber die Bäume sind hübsch aus, oder? Ist da gerade was, das sich überfährt? Nee. Hübsch. Echt schön aus, ja. Gefällt mir gut. Wir hatten da die komischen Lichter hinbappt. Das sieht ja hässlich aus. Oh nee. Passen ja gar nicht hin. Da sieht man so, als ob es ein Stadion wäre. Okay. Das ist das, was Hilde gesagt hat. Stell mir ja nicht so, denk heute Nacht nein ins Schlafzimmer. Sonst gibt's einen Hagel. Jetzt ist mir's auch klar. Ach ja. Holt's jetzt nicht hin. In ihrem Nachttisch. So große Lampe. Aber definitiv war sie hell. Und auf dem Hof dann auch mal was gesehen bei Dunkelheit. Das ist sicher nichts. Da können wir F1 wieder ausmachen, brauchen wir es nicht. Dann haben wir noch ein paar Kürfle. Und dann können wir wieder die gerade machen. So, davon sollten wir auch mal ein Bild machen, oder? Eine schöne Auswahl. Ja, Mossi, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Tipps. Nett war's, hat mir gut gefallen heute mit euch. Und ja. Gerne beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, schlaf gut. Tschüssi. So, ein wunderschönes Bild, ja? Na, da können wir auch gestreift da hochdüsen. Schon halb 12. Also im Stream, liebe Leute, ja. Wie gesagt, wir sind immer noch im Stream unterwegs. Montagabend. Für euch, wenn die Folge rauskommt, ist es Samstag. Es ist die letzte Folge der Stream Day. Wir machen immer 4 Folgen. Und dann in der Woche verteilt. Ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag hintereinander bringe ich immer die 4 Folgen für euch auf YouTube. Ja, wenn ihr uns live im Stream sehen möchtet, wenn ihr mich live im Stream sehen möchtet, dann gerne Twitch, YouTube, 20.45 Uhr, Montagabends. Seid ihr gerne eingeladen. Ich freue mich über euch. Ich freue mich über viele Kommentare, über vieles, bla bla. Und schön unterhalten können. Meisten Spaß mit euch zusammen hier zu spielen und ja, nämlich über jeden, der hier vorbeischaut und natürlich auch meine Folgen danach anguckt. Können wir mal gucken, was wir hier alles so gebrabbelt haben die ganze Zeit, was wir von Unfug gemacht haben. Ich euch gefallen hat heute Abend, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn mal der andere noch dazukommt. Vor allem auf Twitch. Einfach hier auch mal abonnieren, würde mich da drüber freuen, wenn ihr da einfach auch mal ein Abo da lasst. Auch noch ein paar Leute zusammenkriegen. Auch sehr schön. Wie gesagt, mit meiner Technik muss ich gucken,
Heute hat es jetzt sehr gut funktioniert, mit YouTube und Twitch gleichzeitig zu streamen. Ich glaube, wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat, geht es gar nicht mehr, dass man auf beiden gleichzeitig streamt. Entscheiden, ob man hier oder da streamt. Aber auf Twitch bin ich noch recht klein. Mein Herz ist aber rein. Echt? Oh. Ich finde es schön. Ich finde es schön, mit euch zusammen, mit ein paar netten Leuten hier zu spielen. Ich finde es toll, sich zu unterhalten. Warum ist dann der Monolog nicht mehr ganz so solo-technisch? Wenn man dann Videos macht, dann ist es halt doch, ja, führt halt ein Monolog mit sich selber auf der einen Seite. Und hier hat man noch ein bisschen eine kleine Reaktion. Finde ich ganz toll. Du meinst, das reicht ja schon, wenn sie mich angucken, oder? Wie bekloppt ich hier rumdüse. Das reicht definitiv. Also Bekloppte gibt's, glaube ich, den einen oder anderen. Und da zähle ich mich definitiv zum Teil ja auch mit dazu. Aber Mann, was soll's. Immer wie es Spaß macht. Hier. Boah, eigentlich ist das ja eine feine Geschichte hier mit den Ballen. Und so einen Ballenwagen haben wir, glaube ich, auch, der uns das dann wieder automatisch aufsammeln kann. Also keinen so einen Autolader. Haben wir ja auch im Hof, der dann per Autoload macht. So einen kleinen haben wir am Start. Nö, Bauer hat uns da was da gelassen, so einen kleinen Dinger. Mit dem laden wir es da mal auf, da gucken wir dann, wie das funktioniert. Ja, Autodrive, ja, genau. Erinnert dich das an was? Daddy. Autodrive, ja. Ja, da müssen wir auch noch das eine oder andere einfahren, aber das machen wir dann Stück für Stück. Oh, der Mais ist bald voll, sehe ich. Was, dann würde ich einfach mal sagen, lass uns mal Mais abfahren. Wie nehmen wir denn da dich? Das nehmen wir nicht böse, lieber Traktor, aber ich glaube, ich nehme dich. Komm, lass uns den Roll Speed hier nehmen. Der steht da so rum, so nix nutzlos. Könnten wir vielleicht gleich mal den Weg dorthin einfahren auf das Feld? Okay. Ja, da hast du recht. Da gab es eine nette Folge dazu, wie man es nicht nutzt. Definitiv, ja. Sag ja. Mir gibt es immer wieder Folgen, wie man es nicht wirklich macht. Aber manchmal kriegt man es auch richtig hin. Muss ich ja jetzt nicht total unter den Scheffel stellen. So, dann lasst uns mal das Feld da hinten einfahren. Wenn wir schon beim Thema Autodrive sind, machen wir es jetzt halt doch. Guck mal, ich fahre hier mitten auf der Straße, da kommt da gerade nichts. Machen wir heute noch eine schöne Autodrive-Geschichte da hinten. So, mal gucken, weil das Feld gehört uns ja 19 und 20. Das haben wir beides noch nicht eingebunden. Mal gucken, dass wir das vielleicht noch hinkriegen. Wir brauchen einmal jenen hier. Muss ich mir mal angucken. Wie man die am besten einfahren. Ah, okay. Nutzt der nicht? Ach ja, doch. Ich finde die eigentlich ganz, ganz interessant so für den Hausgebrauch. Sind das. Ja, ich weiß, ich bin schon wieder im Weg. So. Lass mich mal aussteigen. Ja, fährst du oder warte ich erst, bis ich über die Straße gehe und dann fährst du los? Ja, manchmal haben sie so Einbuchtungen gemacht. Der Modder hat manchmal so Einbuchtungen, wo man sich schön hinstellen kann. Für den Autodrive perfekt. Muss ich mal gucken, ob das hier auch ist. Oder ob er das hier nicht hat. Nee, ich glaube, hier hat er es nicht. Dann würde ich vorne den Parkplatz nutzen. Bei der 20 könnte man eigentlich hier hinstellen, ne? Vorne wieder raus. Ja. Das ist. Das wär's eigentlich. Komm, dann lasst uns hier nochmal gucken, was wir hier eingefahren haben.
Hier einmal raus. Einmal nach vorne. So. Hier starten. Jetzt müssen wir aber mal kurz einstellen. Als den AD. Also nicht AD und Tschüss, sondern AD einstellen. Das nochmal. Steuerung Alt und 0 war es, genau. Das war es, was ich gesucht habe. Ich möchte gerne, dass du den Start nicht automatisch bindest. Was machen wir hier? Hin und zurück oder bloß hinzu? Ich glaube, wir machen nur einen Weg. Das ist recht dünn hier. Wir machen einen Weg hier rein. Push mal. So, und wir machen einen Rechtsklick. Fahren den Weg auch schon mal hier ein. Nein, wir tanken dich jetzt nicht ab. Weil wir erst einmal hier den Weg einfahren möchten. Gehen wir hier in die Kurve. Weil das kann man ja dann beiden Richtungen so befahren, wenn wir das so einrichten. Hm. Beenden wir es hier. So, jetzt müssen wir das nur verbinden. Schon weiter Weg zum Verbinden. Moment, ich muss mal seitlich fahren, damit ich die Punkte hier gescheit sehe. So, dann hätte ich gerne ein bisschen weiter vorne. Nehmen wir mal weiter hinten. So mal, ne? Okay. Dann wollen wir hier nach hier. Und do. Nach do. Dann wollen wir von hier nach hier. Von hier nach hier. Wow. Der ist ein bisschen unpraktisch. Moment. Das gefällt mir nicht. Kann man das nicht ein bisschen so machen? So. Das gefällt mir besser. Einmal. Jetzt drehen wir unser Vehikel. Ich weiß, wir können auch den geraden Weg machen, aber den lassen wir jetzt auch schon mal aus. So. Und jetzt gehen wir. Gerne von hier weggehen und jetzt machen wir aber den wieder an. Ja. Wenden und ja. Schalten ein. Jetzt machen wir hier diesen Weg hier rein. Zack, zack, zack. Und einmal komm. Schnubbeliwupp. Nicht. Schnubbeldiwupp. Dann mach halt kein Schnubbeldiwupp. stoppen. Das ist Feld 20. Dann schnubbeldiwuppen wir wieder zurück. Wie ich gesagt, dann gehen wir auf diesen hier. Schnubbeldiwuppen wir aus. Komm ich jetzt auf Schnubbeldiwupp? So was Blödes. So, dann wollen wir diesen mit jenem verbinden. Und was wollen wir noch?
Wir ein bisschen weiter hinten haben. So, genau. Haben wir Feld 20. Jetzt fehlt uns aber noch das andere Feld. Da habe ich mich gerade. Jetzt können wir auch schon fränkisch. So, das einfach parallel machen, dass wir. Ich gerade hier. Ja, ich glaube, da haben wir mehr Platz, ne? Ja, das machen wir. Das machen wir. Können wir doch gemütlich von hier wegfahren? Ne, noch ein Stück zurück. Komm. Nein, das war nach vorne. Das ist nach. Jawohl, genau so. Und einmal einfahren und los geht's. Stellen wir dich hier hin. Fahren wir hier rein. Hier einen Punkt, das ist das Feld 19. Das ist halt alles ein bisschen kleiner. Und wir beenden hier die Aufnahme. Jetzt wollen wir die Punkte noch verbinden. Passt, ne? So. Das hätten wir. 1920 ist eingefahren. Halt, jetzt bin ich hier rausgesprungen. Machen wir die aber erstmal wieder aus. Brauchen wir jetzt nicht, weil, wie gesagt, wir tanken den erstmal selber ab. Obwohl, es ist recht viel geworden, denke ich, oder? Was er da jetzt mit hat. Ist gar nicht mal so wenig. Wann können wir den Drescher jetzt auch richtig einstellen? Ja, wir haben jetzt ja ein Feld 19, ne? Das ist auch ein großes Feld. Muss nochmal hier einstellen auf Feld 19. Der muss nämlich so sein, damit dann wird er richtig abgefahren. Ach so. Jetzt wieder da. Dann hätte ich gesagt, ach so, das bringen wir jetzt erst einmal zum Hofsilo, hätte ich gesagt. Und zwar 19 Drescher abtanken, Hofsilo. Genau. Dann kannst du den erstmal ins Hofsilo bringen. Und wir verkaufen das dann, wenn der Preis besser ist. Gucken wir, also das. Zumindest findet er den Weg. Sollte das eigentlich auch funktionieren, ne? Gut. Nochmal. Ja, und dann vorne müsste er jetzt sich abstoppen und warten, bis der Drescher ihn ruft. Und dann kann er dann abfahren. Gehen. So sieht's aus. Da war er da. Brigitte drescht. Drischt. Und wir stehen hier. Und sollten hier Ballen wickeln. Aber wisst ihr was? Wir wickeln jetzt auch keine Ballen mehr. Zumindest nicht mehr in dieser heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ja. Schön, dass ihr damit dabei wart. Wenn ihr noch kein Däumchen da gelassen habt, sehr schön, gerne nach oben. Ansonsten, ja, wenn ihr noch kein Abo habt, auch da würde ich mich natürlich riesig drüber freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und die nächste YouTube-Folge wird dann am Mittwoch wieder sein. Wenn ihr früher gern dabei sein möchtet, schaut bei Twitch vorbei oder bei YouTube im Stream am Montagabend. Ich wiederhole es gerne nochmal, 20:45 geht es meistens los. Ansonsten, ja. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und man sieht sich. Bis dann. Ciao.